Oh mein Gott, wenn das mal nicht kalifornischer Sonnenschein ist. Liebst du auch Supermärkte? Das interessiert mich. Ich weiß nicht, was es ist, aber gerade im Ausland liebe ich es, in Supermärkte zu gehen und zu gucken, was sie so haben. Ich weiß nicht, ob das von früher ist, als man mit der Familie im Urlaub war. Hier in Amerika ist es auf jeden Fall für mich ein bisschen mehr Hype, weil ich die ganzen Influencer aus Amerika, die ganzen YouTuber verfolge und immer sehe, was die für Produkte haben. Ich habe letztens schon Coffee Creamer gekauft und so eine Milch, die ich immer in vielen Vlogs schon gesehen habe. Ich dachte immer, Coffee Creamer, warum gibt's das nicht bei uns? Stellt sich raus, es ist widerlich. Finde ich zumindest. Einfach nur Kaffeesahne, wirklich. Mit einer cooleren Verpackung. Nutritional Yeast habe ich auch so oft gesehen. Finde ich geil. Finde ich mega geil. Also 50-50 bis jetzt. Ich würde sagen, wir checken direkt unseren ersten Supermarkt. Und zwar ist das der Target. Hier gibt es einfach direkt einen Starbucks. So kann man den Einkauf starten. Kalifornien ist halt auch mega hundefreundlich. Hier dürfen überall Hunde mitkommen, sogar in den Supermarkt. Das ist eigentlich sehr ungewöhnlich, bei uns zumindest. Es gibt eine Beauty-Section, Klamotten direkt gegenüber. Uns sind die Socken ausgegangen, das bietet sich sehr gut an. Okay, wenn man durch diesen ganzen Anfang kommt, fängt endlich die Supermarkt-Section an. Ich war schon fast enttäuscht, aber es gibt natürlich noch einen zweiten Stock. Kennt ihr Squishmallows? Squish, squish. Das ist auch ein bisschen Hype hier. Klar gibt es hier eine Kitchen, Home Decor, Home, Kids Room, Home Furnishing, klar. Mein Neffe würde diese Section lieben. Tech-Abteilung, auch wichtig. Wenn man alles braucht, braucht man alles. Es bietet sich gut an, ich muss dringend pinkeln. Das ist eine gute Sache, eine gute Sache. Alles in allem erinnert es mich ein bisschen an ein Casino. Kein Tageslicht, keine Uhren. Du hast alles, was du brauchst, über Klo zu Kaffee, um so lange wie möglich in diesem Laden zu bleiben und so viel wie möglich einzukaufen. Tolles Konzept. Bevor ich euch aber zeige, was ich gekauft habe, müssen wir einmal darüber reden, wie geil bitte Purelay ist. Ich habe meine Bestellung vor ein paar Wochen ins Büro liefern lassen und ich muss euch sagen, ich habe den Schmuck seitdem nicht mehr abgelegt. Schon mal im Voraus mit dem Code KELLYSFAVES bekommt ihr bis zum 24.05.2023 15% Rabatt. Ich war damit in New York, ich war damit in Las Vegas, ich war damit auf dem Coachella Festival, ich bin damit jetzt hier in Kalifornien unterwegs. Ich war damit im Wasser, ich schlafe damit, ich dusche damit. Spezifisch meine ich zum Beispiel diese Kette. Das ist die Kalea-Kette, die passt zu allem. Ich habe ein paar Ohrring-Kombinationen, die ich liebe. Diesen Stecker und diesen Ohrring habe ich als Kombination auf der Website gesehen. Verliebt! Einmal Colorful-Ohrringe in Gold, einmal Pretty-Ohrringe in Gold. Oh mein Gott, wirklich pretty. Die Pretty-Ohrringe verlassen wirklich gar nicht mehr mein Ohr. Wenn ich ausgehe, ziehe ich dazu die Treasure-Ohrringe an. Oder zu einem Outfit, das eher casual ist, damit es noch ein bisschen aufwertet, wie in New York. Sun-Ohrringe in Gold, für mich die perfekten Festival-Ohrringe. Ich hatte die auch wirklich fast jeden Tag auf dem Coachella an. Malahi und Einerkette, einzeln wundervoll in Kombination. Chefskiss. Ich persönlich habe jetzt alles in Gold geholt. Es gibt aber natürlich auch Silber- und Rosé-Goldschmuck. Wie schon gesagt, ihr kriegt 15% mit dem Code KELLYSFAVES. Der Link ist in der Beschreibung. Danke an Purelay, dass ihr dieses Video möglich gemacht hat. Und damit zurück zum Einkauf. Let's go! Ich wollte eigentlich die Double-Oreo-Füllung probieren, aber habt ihr schon mal von Mega-Füllung gehört? Auf jeden Fall, ich wusste nicht, dass es noch intenser geht, aber es geht immer intenser in Amerika. Alter, was ist das denn bitte? Ey, ganz ehrlich, das ist schon wild. Das ist schon sehr wild. Ich verstehe es auf jeden Fall. Die sind was auf der Spur. Nur nebenbei, kleines Bikini-Röckchen habe ich mir noch mitgehen lassen. Ich habe euch natürlich auch auf Instagram gefragt, was ihr an meiner Stelle probieren würdet. Ich glaube, das ist auch ein richtiger Classic. Flaming Hot Cheetos. Flaming Hot. Sind sie wirklich flaming? Stinken auf jeden Fall nach Pups. Würde sie als Flaming Hot beschreiben. Wenn wir schon mal bei Chips sind. Blaue Takis. Blue Heat. Extreme. Warum sieht blau für mich noch schärfer aus als rot? Gesund sieht es auf jeden Fall nicht aus.
Die Takis haben irgendwie eine natürlichere Schärfe, wenn ihr versteht, was ich meine. Ist scharf, aber ist lecker scharf. Sagt mir nicht, dass das nicht legendary ist. Es ist legendary. Prime. Das ist ein Elektrolyte-Drink von Logan Paul und KSI. Ich bin mir sicher, ihr habt davon gehört. So healthy, Elektrolyte. Das ist gar kein Elektrolyte. Das ist ein Energy-Drink. Das andere Prime ist kein Energy-Drink, oder? Oh Mann, ich habe den Energy-Drink gegrabt. Trotzdem nur 10 Kalorien. Ich versuch's trotzdem. Die Farbe hat mich einfach überzeugt. Ich bin ehrlich mit euch. Schmeckt. Ich glaube, die Amis haben Marketing einfach auf einem anderen Level drauf. Ich glaube, mittlerweile unterscheiden sich die Produkte gar nicht mehr so stark, aber wir haben halt einen Hype. Das ist das Ding. Next. Vielleicht wisst ihr schon, dass ich obsessed bin. Scrub Daddy, you suck. Irgendwie sind die schwer zu bekommen bei uns. Ich glaube, die gibt's bald in Deutschland. Ich hoffe es. Ich hoffe, ich finde noch einen Daddy Caddy. Aber ich habe jetzt erstmal eine Scrub Mommy mitgenommen. Und diesen Schrauber, den man auffüllen kann. Es ist, glaube ich, mein Alter. Ich war hyped auf diese Produkte. It's amazing. Wenn man warmes Wasser drauf macht, werden die weich. Wenn man kaltes drauf macht, bleiben die hart. It's genius for me. Wir haben aber noch einiges vor uns. Unser nächster Supermarkt of choice ist Walmart. Mal gucken, was es da so gibt. Oh mein Gott, voll, voll. Hier gibt es ja noch viel mehr Sachen. Alter, die finde ich auch legendary, aber das ist ein bisschen zu wild für Touri-Modus. Zum Glück haben die hier Koffer, wir brauchen nämlich noch einen. Wegen unseren American-Einkäufen. Oh, sowas würde ich auch so gerne mitnehmen. La Croix, auch ein legendary Getränk. La Croix. Cherry Lime, hört sich amazing an. Cornflakes natürlich auch ohne Ende. Kennt ihr von TikTok Fruit Roll-Ups und Ice Cream? Ich habe Fruit Roll-Ups noch nicht mal einzeln gegessen. Ich glaube, das ist eher was für Kinder, weil es war in der Kindersection. Und vor allem, was rollt man darum ab normalerweise, wenn Eis ein Hack ist? Roll-Up, Eis. Ich habe aus offensichtlichen Travel-Gründen Eis am Stiel genommen. Yeah. Den Roll-Up ums Eis wickeln, bisschen warten. Das ging schnell. Und jetzt, cheers. Ich verstehe. Es ist Eis mit einem crunchy Gummibärchenmantel. Mega. Warum ist da vorher noch niemand drauf gekommen? Ich habe auf jeden Fall eine 10 von 10. La Croix. Legendary Mineralwasser, aber mit Geschmack. Ich liebe Wasser. Wasser mit Geschmack ist für mich ein Konzept, das genial ist. Das gibt es bei uns auch, aber das ist so ein bisschen eine Legend. Es ist nichts Besonderes, aber es ist erfrischend für das kalifornische Wetter. Wie gesagt, auch wieder Marketing, glaube ich. Aber I don't know, man fühlt sich so ein bisschen fancy, so ein bisschen American. Versteht ihr, was ich meine? Also davon träume ich, seit ich meinen Fuß hier nach L.A. gesteppt habe. Erewhon! Der beliebteste Supermarkt der Hollywood-Stars. Ich sag's mal so. Lass reingehen, yay! Normal, casual stand hinter uns einfach Shawn Mendes an der Kasse. Klar, ist normal, ist normal. Wir sind in L.A. L.A. Und ich meine nicht diesen Shawn Mendes, ich meine den echten. Ich liebe das auch, dass hier einfach alles so schön sortiert ist. Es sieht einfach Hammer aus. Ey, warum sieht's hier eigentlich so beautiful aus? Krass, ne? Ja, voll. Die Kamera ist huh, first things first. Also der schmeckt schon echt besonders. Das kann man auf jeden Fall nicht mit anderen Smoothies vergleichen. Vielleicht rede ich mir das aber auch nur ein. Allein das in der Hand zu haben, sorry, aber Hype. Ich bin hyped. Ich habe mir auch was zu essen geholt und dann gibt es ja eine ganze, ich würde sogar eher Lunch, so Lunchbar nennen. Bisschen Lachs, Buffalo Cauliflower. Ich glaube, das ist auch ein bisschen so ein Hype-Item. Ich habe mich jetzt nicht mega damit befasst, aber ich kannte es auf jeden Fall. Und ohne mich damit ausgiebig zu beschäftigen, deswegen kann kein schlechtes Wort darüber verlieren.
für amerikanische Verhältnisse. Und die Essenskultur ist jetzt hier nicht so krass. Es gibt natürlich ein paar gute Restaurants, aber ich glaube, so nebenbei bekommst du gar nicht unbedingt so richtig krasses Essen. Und dafür, dass es in einem Supermarkt verkauft wird, ist es mega krass. Es natürlich hat auch seinen Preis, ne? Aber ist lecker. Vielleicht bin ich auch nur hyped. Ich kann die ganze Zeit nicht unterscheiden. Bin ich einfach nur hyped, weil ich es endlich in der Hand halte und so oft gesehen habe und nicht meine Finger drauf bekommen konnte. Oder es ist wirklich gut. Ich glaube, es ist amazing. Zum Runterspülen dieses kleine Getränk. Ich glaube, es ist von Gigi Hadid. Ich glaube, die haben irgendwas damit zu tun. Entweder bewerben sie es oder es gehört ihr. Das Ganze soll mildly energizing sein. Nee, gently caffeinated steht hier drauf. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber darum geht's auch nicht. Schmeckt ganz leicht nach Mate, aber sprudelig. Als Erinnerung haben wir uns noch ein kleines Käffchen von Erewhon mit nach Deutschland genommen. Da freue ich mich auch schon drauf. Also, ich weiß nicht, dass wir schon, wenn wir es gesehen haben, ist natürlich ein dicker Pluspunkt für diesen Supermarkt. Ich sag euch, wie es ist. Willst du ein paar von diesen Möhren, die du bestellt hast? So, ja. Das Essen ist wirklich sehr lecker. Mm. Mein Favorite, wirklich, wirklich lecker. Alles in allem würde ich sagen, Platz 3. Flaming Hot Cheetos sind besser als die Takis, weil die leicht nach Käse und Schärfe schmecken. Die Takis sind nur scharf. Platz 2 meiner All-Time-Favorites, die Mega Stuffed Oreos. Da haut's mir einfach weg. Ist auch eine gute Gelegenheit, um alles noch einmal zu essen. Ich habe gar nicht mehr aufgehört, die Dinger zu essen seitdem. Die sollten mal Buenos mit Mega-Füllung machen. Oh! Ich muss das nochmal löschen mit Cheetos. La Croix ist Platz 3. Es stellt sich als sehr erfrischend und amazing dar. Wasser ist eh mein Lieblingsgetränk. Und Wasser mit ein bisschen natürlichen Geschmack. Oh, in Sprudelform. Oh. Mm. Aber ich muss sagen, unschlagbar auf Platz 1 ist der Fuck Hailey Bieber Smoothie. Ich habe noch nie sowas Fruchtiges, aber gleichzeitig Süßes, Geschmeidiges in meinem Mund gespürt. Wirklich, ey, es war wirklich alles, was man will in einem Smoothie. Da muss ich ehrlich mit euch sein und ich fliege morgen nach Hause und ich werde alles dafür geben, diesen Smoothie noch einmal zu schmecken. It is what it is. Ab nächste Woche bin ich wieder zurück in meinem Büro. Bis dahin, see ya. Ich freue mich. Muah.